Ich bin Jessica Bürgershausen, bin 19 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau bei der GEWOBAG. Ich bin momentan im zweiten Lehrjahr und bin damals zu dem Beruf der Immobilienkauffrau gekommen, weil ich ein Schülerpraktikum bei der GEWOBAG VB, einer Tochtergesellschaft, gemacht habe. Mein Name ist Tolga Dörtkades, ich bin 27 Jahre alt und bin im dritten Ausbildungsjahr bei der GEWOBAG. Ich mache eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann und werde im Sommer diesen Jahres fertig. Während der Ausbildung bei der GEWOBAG bekommen wir einen super Eindruck über den Beruf der Immobilienkauffrau. Wir werden in den verschiedenen Abteilungen eingesetzt, tragen von Anfang an sehr viel Verantwortung und bekommen auch Projekte, in denen wir selbstständiger werden. Wir sind hier im Azubi-Raum. Hier sind wir die meiste Zeit, wenn wir mal nicht in eine Abteilung eingeteilt sind oder ein bisschen Leerlauf haben oder für die Schule lernen müssen. Ansonsten gibt es natürlich auch immer die Option, dass wir Außentermine haben. Da gehen wir zur Wohnungsbesichtigung oder haben mal ein Mietergespräch oder sind in den Quartierbüros, wo wir auch mal Vertragsunterschriften mit zukünftigen Mietern machen. Für die Ausbildung zur Immobilienkauffrau sollte man entweder einen guten mittleren Schulabschluss oder ein Abitur besitzen. Und aus meiner Sicht sollte man in Mathematik gut sein, man sollte sich schriftlich und mündlich gut ausdrucken können und Spaß im Umgang mit Menschen haben. Die Ausbildung zum Immobilienkaufmann ist ein duales Ausbildungssystem. Das heißt, man geht in die Schule und in den Betrieb. Das ist in der Regel in 2-Wochen-Rhythmus geregelt. Und die Ausbildung dauert 3 Jahre. Im ersten Ausbildungsjahr verdient man ca. 850 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 950 und im dritten Ausbildungsjahr 1050 Euro. Wir fangen normalerweise um 8 Uhr an und arbeiten bis 16 Uhr circa. Das heißt, wir sind in der Regel so 8 Stunden am Tag auf Arbeit. An dem Beruf des Immobilienkaufmanns gefällt mir besonders, dass wir nicht nur im Büro sitzen wie bei anderen Jobs oder wie man es kennt, sondern auch mal Wohnungsbesichtigungen haben. Das heißt, wir sind auch mal draußen an der frischen Luft, können sehr selbstständig arbeiten und haben sozusagen unseren Tagesablauf auch selbst in der Hand. Eine besondere Erfahrung für mich war ein 6-wöchiges Auslandspraktikum in London, bei dem ich in einem kleinen Maklerunternehmen gearbeitet habe. Dort konnte ich in den Immobilienmarkt von England ein bisschen reinschnuppern und es hat mir sehr gefallen.